Hallo und herzlich willkommen zu Guild Wars 2. So, und gerade ist mir gleich ein bisschen der Hals der Frosch rausgekrochen. Ja. Aber ich hoffe, ich schaffe das. So, ihr seht, ich bin aus der Stadt draußen, nicht mehr da, wo ich aufgehört habe, denn das wurde mir doch zu gefährlich. Und ja. Angriff ist nicht immer die beste Verteidigung, sondern manchmal ist die Flucht auch die beste Verteidigung. Zumindest ist sie besser, um am Leben zu bleiben. So, ich möchte dort gehen. Zu der Wegmarke. Die aber wahrscheinlich unter Wasser ist. Na, sag ich doch. So. Oho. So viele Rufe. Die Zentauren kommen. Ja, und wie? Diese Kanzelrufabdrücke bedeuten nichts Gutes für die Menschen. Sie tun Quarren leid. Sie haben keine friedliche Stadt wie Quarren. Was meint ihr? Jemand hat Quarren mal etwas erzählt. Sehr traurige Geschichte. Die Menschen haben keine sichere Heimat. Sie mussten vor langer Zeit aus ihrer alten Heimat fliehen. Doch wohin sie auch gehen, überall erwartet sie Ärger. Ich werde nach ihnen sehen. Quarren ist sich sicher, die Menschen würden das mögen. Kaum der Rede wert. Okay. Was meint er damit, die Menschen? Gibt's doch hier keine, oder? Sieht schon cool aus, die Nester, ja? Also... Quarren. Wächter. Das sieht schon cool aus. So, erstmal... Alle Sammelgegenstände. Sie haben so 10 grüne Stinkhörner. Diese stinkenden Pilze werden von der Abtei Dumann geerntet und zu den verschiedensten Tränke gegen alle möglichen Gebrechen verarbeitet. Okay. Wurmei. Ich wollte schon Wurmei sagen. Hi! Lederbeutel. Vulkangestein, verwüstete. 7 Präzision, 9 Zustandsschaden. Der ist natürlich nicht schlecht, ja. Präzision. Naja. Unsichtbare Tasche mit 8 Plätzen, die habe ich schon. Ach, das sind meine Sachen. Ups. Das sind meine Sachen. Ja. Das sind nur meine Sachen. Ich habe gedacht, er will sie mir verkaufen. Okay, wo komme ich hier hin? Hi. Nein. Geht gar nicht gut. Ich habe Probleme mit meiner Stimme. Quarren-Bergfried-Kanal. Ach. Lass mal sehen. Ach, das ist dieser komische Kanal. Kann sein, was ich hier mal... Wo ich hier mal gestorben bin? Das ist also das hier. Oh, und da gibt es einen Fertigkeitspunkt. Ja, und hier fehlt mir das Herzchen. Ist ja fast fertig, aber... Okay, versuchen wir mal mit dem Kanal was anzufangen. Öffne Soldaten in Ascalon. Ja, das geht gerade nicht. Was ist das hier? Ja, ich weiß jetzt hier, wo ich bin. So. Stopp doch endlich. Tu mir doch den Gefallen. So. Hauptsache, du rufst keine Kumpanen zu dir. So.
brennen. Brenne. Teleportiert sich. Veredelter Hammer der Präzision. Ich glaube, so weit waren wir das letzte Mal schon, oder? Oh oh. Barracudas. Ich hasse die Viecher. Ich hasse die Viecher. Wieso? Oh, das hier. Wow. Wow. Die sind fies, die Viecher. So, und jetzt denn da noch? Na komm schon. Jetzt hier. Ja. So Leute, wie ich schon ein paar Mal erwähnt, tut mir leid, dass ich nicht so viel spreche, aber es geht mir um das Action erst einmal und zweitens, ich bin wirklich total angeschlagen. Mit der Stimme. Und wenn ich viel spreche, dann. Ja, dann kriege ich so ein komisches Kratzen im Hals. Das war richtig so ein komisches Kratzen. Dann ist das sogar das Hartmann. Hört man dann sogar. Und glaub mir, das ist nicht angenehm. So. Okay. Auch der teleportiert sich. So, wir müssten aber eigentlich bald draußen sein. Und dann gehe ich dann auch gleich raus. Hoffentlich erwischen mich die Spinnen nicht. Ja, ich habe es nicht vergessen. Das letzte Mal haben mich die blöden Spinnen dann. Meister des Dreizacks. Naja, zumindest kriege ich hier ein paar Waffen. Komm mal her. Oh nein, 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 nicht die Barracuda. Nicht die Barracuda. Kommt hier schon ein Geschwisterchen. Denke ich, dass das Geschwisterchen ist. Hey Mann, ey, machst du meine. Oh. Oh. Was war das? Oh. Und auf einmal war mein Leben fast dahin. Na, ist ja super. Nein, 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 nein. Ich mag das ganz und gar nicht. So. Tu mir einen Gefallen und stirb einfach. So, ich bin zufrieden. Du bist wahrscheinlich zwar nicht ganz zufrieden, aber hey, es geht hier um mich. Silberader. Das ist ja super. Ich würde gerne natürlich den Silberader haben. So. Ja. Okay, sieht gut aus. Silberader abbauen. Nochmal. Und ist ja klar, dass der Barracuda mich da jetzt hier
auf die Nerven gehen will. Und natürlich mit seinen Geschwisterchen hier. So. Boah. Oh, die Silberader hat aber einiges. Okay, jetzt ist das weg. So, und jetzt hier weg. Weg, 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 weg. So. Und jetzt so, dass mir die Spinnen nichts antun können. So, ja. Und da sind wir wieder. 15 Mann auf des toten Mannes Kiste. Yo, ho, ho, und ne Buddel voll rum. Und der Tod hat sie alle auf der Liste. Yo, ho, ho, und ne Buddel voll rum. Der Maat kam auf des Bootmanns Spieß. Der Bootsmann sein Hirn auf den Tanken ließ. Und das Mutje starb dann auch ganz fies. Erdrosselt von der Fingerzehn. Und da waren alle tot zu sehen. Von denen konnte keiner je wieder gehen. Yo, ho, ho, und ne Buddel voll rum. Und ist der Rum aus, dann bestellen wir neu. Yo, 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 und der Buddel ist aus. Ja, also ganz, ganz interessant, muss ich zugeben. Also, naja, einfach genial. So. 11. Soldaten in Ascalon. So, ist das jetzt endlich vorbei hier? Kann ich endlich mal hier das fertig machen? Ich denke immer noch an die Buddel voll rum. Und ist die aus, dann ist es rum. So, ah ja, tatsächlich, es ist vorbei. Nein, es ist noch nicht vorbei. Veteran draufballen, was ist denn das hier? PvP oder was? Wo die Sonne nicht hinscheint. Gut gekämpft. Cool. Wir sind zum Dienen da. Vielleicht könntet ihr mir was beibringen. Ach, das war das hier, wo man sich eigentlich beim Kämpfen... Okay, gut. Aber... Caprice. Ich hoffe, ihr wollt helfen. Hallo ihr da, ihr seht wie ein Kämpfer aus. Kommt her und zeigt doch mal, was ihr in einem Wettkampf so drauf habt. Ihr seht stark genug aus, um einen Eichenerz die Arme auszureißen. Ihr seid aber charmant, das gefällt mir. Hättet ihr es schon auf einen gewissen Leutnant abgesinnt, wärt ihr vor mir nicht sicher. Ha. Du, der Leutnant ist ja nicht da. Der Leutnant, wirklich? Oh, wenn ihr den Mann kämpfen seht, werdet ihr verstehen. Er ist ein Virtuose mit dem Schwert. Ich würde darauf wetten, dass er der beste Kämpfer in der ganzen Stadt ist. Nach mir, versteht sich. Tja. Ja, du, ich habe jetzt gerade kein Schwert an. Ja, also, doch, so ein Dolch habe ich. Aber diese Doppeldeutung mit dem Schwert, ja, der Mann und sein Schwert. Und die Virtuose noch dazu. So. Ich verstehe. Worum geht's denn eigentlich? Ich leite diese Kampfgruppe. Eine großartige Methode, um in Form zu bleiben und seine Fähigkeit zu verbessern. Ich finde ja nichts ist aufregender als den Kampf einen gegen einen. Ihr solltet es versuchen. Danke, vielleicht mache ich das. Wo wart ihr, wo die den Zentauren ja alles angegriffen haben? Ja. Ja, da warst du mit deinem Leutnant, das Schwert inspizieren, ja? Männer. Oh, ich sehe schon die Kommentare. Männer! Schönen guten Tag auch. Vielen Dank für all die Hilfe. Wir haben einen langen, beschwerlichen Weg vor uns. Aber dank der Hilfe von Leuten wie euch werden wir schon am Ziel ankommen. Freut mich, dass ich helfen konnte. Wollte ich gerade noch... aber meine Finger war schneller beim Abdrücken. Memoiren Hauptmann Gravins. Acht Kraft habe ich. Plus 11 Eilkraft. Antikes Amulett von... Ebon Vorhut. Aber das ist doch alles irgendwie
Schrott verkaufen. So, Bogen verkaufen. 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 Ist noch irgendwas? Schrott haben wir schon verkauft, oder? Ja. Oh ja. Und danke. Und das Gold, das ist immer noch sehr weit entfernt. Also, jetzt... Mein Ziel ist jetzt 3 Gold. So, jetzt sind wir hier. Wieder. Wo wir eigentlich fast angefangen haben. Muss ich was reparieren? Hi. Möge Lissa euch helfen. Nein, danke. Ist auch ein. So. Was ist dahinter? Da habe ich noch gar nicht geschaut, oder? Da habe ich noch gar nicht geschaut. Das ist so schwammig und auch hier nicht, oder? So wie es aussieht, ist hier alles so schwammig. So, bei der nächsten Folge werden wir versuchen, hier diese Fertigkeitspunkte zu bekommen. Aber erst in der nächsten Folge, denn jetzt hier mache ich eine Aufnahmepause. Denn mein Hals ist wieder... Ach, ihr schon wieder, ihr... Ihr lasst mich sowieso nicht mit der Videokamera rein. So, hier mache ich eine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ihr wollt. Bis dorthin, danke fürs Zuschauen und ciao, ciao!